Moin, moin Leute, ich begrüße euch recht herzlich zur vierten Folge der kleinen Serie Die Bounty Hunter Karriere. Wir sind in Star Citizen mit der Version 3.12. Der Ort des Geschehens, an dem wir gerade sind, ist Port Olisar. Ich zeige euch mal die Aufgaben, die ich angenommen habe. So. Da. Wir haben hier eine MRT, da haben wir eine VLRT. Die MRT, das ist ein mittleres Target. Die VLRT ist ein leichtes. Für die VLRT-Mission bekommt man in der Regel so von der Crusader Security 4000. Und für die mittleren Targets gibt es von der Crusader Security 7500. Die Aufträge sind alle mit der Aurora zu machen. Ich habe mich allerdings dafür entschieden, heute mal die Hawk zu nehmen, weil immer Aurora fliegen muss ja auch nicht sein. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß im Spiel. So. Einmal das Schiffchen holen. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Da ist es, D2. So, schnell noch mal gucken, ja. So. So. Was piept denn hier im Schiff? So, einmal starten. Alle Waffen auf 1 stellen. Außer den. So. Zack. Okay. Legen wir uns den bis dahin und den dorthin. Da kann man ein bisschen mehr erkennen. Ja. Takeoff complete. Die beiden kleineren Waffen sind gegimbelt. Die vier anderen sind fix. Unser Missionsziel ist schon vorgegeben. Und dann wollen wir da mal hinjumpen. Auf nach Hela. Wie gesagt, ein VLRT-Target sollte nicht wirklich viele Probleme machen. Meine Karte liebt mich nicht. Warum sagt er mir, ich hätte keinen Helm auf? So, jetzt sagt er zumindest, er hat einen Helm auf. So.
dann da mal hin und auf in den fröhlichen Kampf. Jetzt heißt es ein Momentchen warten, bis der Gegner kommt, aber er scheint schon da zu sein. So, was ist eine Mustang? So, und wenn wir jetzt auch noch den Call to Arms anhätten, meine Retaliator, die brauchen wir, seinen Kumpel brauchen wir dann nicht für fertig machen. Aber wenn Call to Arms anhätten, dann, ja, könnte man das noch machen. So, jetzt, zack, das nächste Target. Suchen wir uns mal den raus, einmal tracken. Wieder die Karte. Schauen wir mal, ob... Nee, der ist es nicht. Der ist es. So. Mal gucken. So. Da springen wir mal hin und dann auch hier eben schauen. Dass wir ein bisschen näher rankommen. Ja, da ist ja auch schon der Gegner. Mal gucken, was das für einer ist. So, eine Buccaneer. Das wäre sie gewesen. Und dann auch hier einfach wieder Speed geben und verschwinden und den nächsten. Na komm, so. Na, was ist denn? Den will er nicht. Warum? Tracken. So, jetzt Karte. So. Und bis jetzt waren die Gegner auch relativ einfach. Und wie gesagt, immer nur das Hauptabziel schießen. Damit verdient man am schnellsten und einfachsten das Geld und lässt sich eben halt nicht auf so einen großen Kampf ein, dass das Schiff groß beschädigt wird. Weil man hat dann doch schneller eine weitere Mission gemacht, als man ja mit Call to Arms die anderen Gegner zwar besiegt hat, aber
für die Mission gibt es mehr Geld als für die Abschüsse. Wenn man das mal so zeitlich betrachtet. Darum ziehe ich es vor, die Kumpels der Hauptziele sozusagen einfach nebenbei rechts, links oder wie auch immer auf dem Weg liegen zu lassen. Na. So, was haben wir da für ein Ziel? Eine Hornet. Na, was ist da? Unbeweglich. Ja, da haben uns seine Kumpels erwischt. Was ist denn das? Überhaupt keine Energie mehr. Da habe ich wohl irgendwas Wichtiges am Schiffchen verloren. Da stehen hier wieder zwei sich Liebende im Weg. So, 1 Minute 30, da eben Wartezeit. Da gucken wir nochmal eben hier nach weiteren Aufträgen. Diese beiden sind natürlich interessant. Den nehmen wir mal an. So. Den sollen wir also finden und neutralisieren. Mal gucken. Wo der dann auf der Karte ist. So. Ne, erstmal kurz tracken. Ja, der ist nicht mal im System. Wo ist er? Auf Hörsten. Ah, okay, kein Problem. Fliegen wir da gleich hin. Ja, da ist jetzt natürlich die Frage nach der Ausrüstung des Schiffes. Durch das Claimen könnten sich die Nummern wieder verschoben haben. Schaue ich doch mal eben. So, Hawk 1 steht oben, die Hawk 2 ist frei. Ja, ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe. Durch das Claimen verschieben sich nämlich die Schiffsnummern immer so schön. Und wir brauchen nämlich die Hawk 2.
und nicht die 1. Weil wir wollen ja auch unsere Intuitions drin eingebaut haben. So, Helm haben wir auf. So. Na, was hat das Spiel denn jetzt für Probleme? So. So, dann fliegen wir erst nochmal nach Jela, um da unsere Aufgabe zu beenden. Oh ne, das ist der andere Auftrag. Und danach geht's dann mal nach Hörsten rüber. Na komm. So, da ist dann unsere Hornet wieder und seine Kumpels. Zack. Und dann einfach mal Gas geben und weg. So. Unser Ziel ist dann erstmal... Na komm. Machen wir es anders. Einmal hier rüber. Tracken. Vielleicht lässt er uns dann ja... Ah ja.
Einmal nach Hörsten. Na komm. Ich würde dann als erstes gerne nach Everest Harbor fliegen, wenn er mich denn lässt. Clear Route. Auch egal. Einfach nur zum Planeten. So, ein bisschen aus der Sonne rausdrehen. Möchte er mich das nicht ändern lassen? Nö, das möchte er nicht. Ist aber wieder grell die Sonne heute. Ja, so kann man das Schiffchen schon sehen. Mal gucken, wo wir schon Treffer abbekommen haben. Ja, aber da sieht man noch nicht wirklich groß was dran. Kleiner Bounty Fighter oder Bounty Jägerschiff. Mit, tja, Gefängniszelle. Nicht das schnellste Schiff, was das angeht, aber es ist noch eine erträgliche Zeit, die man so nach Hörsten unterwegs ist.
Jetzt sind wir auch schon fast da. Wie gesagt, erstes Ziel wird dann Everest Harbor sein, zum Verorten und auftanken und reparieren. Und danach schauen wir mal, wo unser Ziel ist. Was? Der ist quasi an uns vorbeigeflogen, oder wie schaut das aus? Okay, egal. Na komm, gib mir Karte. Vielleicht hilft es ja. Oder auch nicht. Ach ja. Ah. Toll. So, und da würden wir jetzt, wenn wir nach Crusader kommen. Nein. Das ist nämlich schade. Da wollten wir auch nicht hinklicken. Wir wollten da hinklicken. Oh Mann. Clear. Machen wir es so. Die Karte mag halt nicht. Ist immer wieder schade, wenn sie nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und wenn wir dann gleich in Crusader wieder zurück sind, dann ist der Vogel wieder zurückgesprungen hier nach Everest Harbor, beziehungsweise nach Hörsten. Das könnte sich ja zu einem richtigen Katze-und-Maus-Spiel entwickeln. Ja. Aber wie gesagt, erstmal tanken. So, einmal da noch. So, Landeerlaubnis einholen. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear deployed. Ist aber wieder ganz schön dunkel heute hier.
So, das machen wir mit Autoland. Um schon mal, während er landet, das Schiff einmal durchzureparieren und schon mal zu tanken. Landing complete. Have a pleasant stay. So, dann ist er damit fertig. So, Karte. Wo ist er denn jetzt? Thank you. And please visit again. Wo soll das sein? Ja. Okay, fliegen wir auf alle Fälle erstmal PO. So, da. Das wird ja ein Spaß, den zu kriegen. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte, während wir hier am Fliegen sind. Er ist auf Celine. Aber PO anzufliegen ist sinnig, weil eben schnell auftanken und verorten. Für den Notfall, dass man zerstört wird, weil sonst müsste man wieder von Everest Harbor starten, um hierher zu kommen. Das wäre dann nicht so toll. Ja, da haben wir die halbe Strecke auch schon geschafft inzwischen. Unser Ziel befindet sich immer noch im Crusader. So, dann schauen wir da noch mal kurz rein, ob wir da noch irgendwas... Ja. Ich
Flieg, 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 keiner Vogel. Aber schnell, schnell, schnell. Ah, ein PO, da brauchen wir eigentlich nur. Ja, werde ich einfach mal nur verorten. Kurzer Vorbeiflug. Landeerlaubnis einholen und dann geht's weiter nach Celine. Weil das ist ja der Ort, wo er das letzte Mal gesehen worden ist. Oder doch tanken. Er ist dann schon über... Ja, ist schon, wenn wir da ankommen, ist es schon über 5 Minuten her, dass er gesehen worden ist. Da ist es dann, wenn wir dann dort ankommen, schon sehr wahrscheinlich, dass er in einem anderen System ist. Also doch gleich tanken. So. Anfunken. Landeerlaubnis. Please proceed to assigned landing bay. Und schon mal das Fahrwerk raus. Und das machen wir auch wieder mit Autoland. Landing gear deployed. So, zack. Und tanken anstellen. Das geht noch nicht. Ja, sonst habe ich da meistens mehr mit Glück. Weil wenn ich das Autoland benutze. Ja, super. Sehr unschön. Aber egal, wir fliegen dem Ziel jetzt erstmal hinterher. Warum auch immer er es wieder nicht wollte, dass wir tanken. Spiel doch mal mit. Celine. Mann, 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 Mann. Was ist da wieder los? Einmal das Ganze drehen.
Mal gucken, ob das was bringt. Jo. Einmal Security Outpost Carrea jetzt hin. Da soll er sich herumtreiben. Oder sucht noch jemand nach ihm? Da haben wir ihn. Na komm. Bisschen schneller. Alle anderen interessieren uns nicht. Raketen habe ich leider jetzt nicht. Wow. Da kann ich ja nur hoffen, dass der nicht erwischt. Was war das? Das muss ich mir dann später nochmal angucken. Oh, da im System ist. Nochmal das Schiff claimen und nochmal hin. Weil das. Ist doch zu schaffen. So. Wir claimen die 2. In anderthalb Minuten ist sie wieder da. Aber ich habe da keine Rakete ankommen sehen, die mich jetzt hätte irgendwie treffen können.
Tja, das muss ich mir dann später mal angucken, was da genau passiert ist. Das wird sich ja anhand des Videos herausfinden lassen. Ja, gleich haben wir unseren Vogel wieder. Dann fliegen wir da nochmal hin. Das hat mich jetzt wirklich ein bisschen verwundert, dass er mich da erwischt hat. Beziehungsweise, dass ich nicht weiß, was mich da erwischt hat. Ein Trümmerteil, ein Asteroid, irgendwo gegengeflogen, eine Rakete vielleicht. Nachher mal schauen. Aber nochmal hin in der Hoffnung. Dass der Auftrag noch weiter am Laufen ist. Ja, ein bisschen. Ach, der Auftrag scheint abgeschlossen zu sein. Jo. Thank you. And please visit again. Der ist von der anderen Person dort hinten beendet worden, weil den können durchaus mehrere jagen. Da habe ich dann Pech gehabt. Ja. Schade, schade. Aber kann man nichts machen. Nun ja. Dann ist es halt so. Das kann man haben. Da wir dann auch schon fast die 50 Minuten für diese Folge voll haben, ein paar Aufträge geschafft, plus ein bisschen Jagd, sage ich für heute mal Tschüss zu euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.